14 mal 15 Elftel plus 3 Siebtel minus 8 Zweiundzwanzigstel ist gleich zu einer dieser 5 Antworten. In dieser Rechnung können wir diesen dritten Bruch sofort durch 2 kürzen und somit ergibt das 4 Elftel. Der erste und der dritte Bruch haben denselben Nenner, also können wir sie leicht subtrahieren. Diese Differenz ergibt 15 minus 4 Elftel, also 11 Elftel. 11 Elftel ist dasselbe wie 7 Siebtel. Und somit haben diese zwei Brüche denselben Nenner, also können wir sie leicht addieren. Diese Summe ist gleich 7 plus 3 Siebtel, also 10 Siebtel. Diese 7 kann mit der 14 gekürzt werden und somit bleibt noch 2 mal 10, das heißt 20. Demzufolge ist Antwort C die richtige.